Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute das Callisto-Protokoll für euch. Und wir sind direkt drin. Ja, sieht... Schön! Ich glaube, da hat jemand gefurzt. Kind. Okay, es gab wohl eine Seuche oder irgendwas in der Richtung. Wer bist du? Die Grafik sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr gut aus. So, Callisto-Protokoll ist jetzt schon seit ein paar Tagen draußen. Ich habe mich jetzt wirklich nicht irgendwie versucht. Also ich habe mich jetzt spoilern lassen oder habe mir jetzt auch keine Videos angeguckt oder irgendwas in die Richtung. Ich bin gespannt. Tatsächlich war es sehr lange sehr, sehr gehypt und... Okay, ich bin gespannt, ob der Hype gerechtfertigt ist. Vor allem machen wir von Dead Space. Okay, sie hat ihn. Erschreckende Bilder von Europa. Ein schamloser Angriff der Terrorgruppe Outer Way. Okay. Angeführt von der berüchtigten Dani Nakamura. Das reicht jetzt. Auf uns wartet Arbeit. Scheint warm zu sein. Menschen am Schwitzen alle. Sie haben die Sicherheitszone verlassen. Verstanden, Hangar Control. Nehmen Kurs auf Europa Station. Mhm. Sagst du was oder spielst du den ganzen Tag mit diesem Scheißding? Ich wollte es sehen. Das ist unser letzter Flug, Max. Und guck mal, wie bekannt vor der Typ. Was willst du denn von mir hören? Wie wär's mit Danke? Denn nach diesem Job haben wir endgültig ausgesorgt. Tja, du hast ja voll den Plan. So sieht's aus. Komm schon, Mann, was soll das? Hin und her, Callisto nach Europa. Die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Es ist ein Gefängnismond, Max. Die Grafik ist schon Hammer. Die nehmen ihre Sicherheit wichtig. Und was ist mit den Anschlägen? Wie erklärst du dir die? Die vom Autoway? Die greifen schon seit 6 Monaten Ziele im ganzen Sektor an. War mein gelben Alarm im Frachtraum. Ist bestimmt nichts. Wir sollten trotzdem nachsehen. Ist bestimmt nichts. Mach dir nicht so viele Sorgen, ja? Ja, wenn es nichts ist, ist es meistens was. So, okay. Und die Steuerbord und Backbordsensoren zeigen beide Fehlermeldungen. Geh das mal prüfen. Sind drin in der Steuerung. Ja, schon. Boah. Die Türen öffnen. Tatsächlich ist die Haltung auch so ein bisschen Dead Space-Style, ne? Irgendwie. Also, ich weiß nicht, ich würde so jetzt nicht laufen. Das ist Schulter nach vorne. So, finden wir hier. Können wir schon irgendwas looten hier? Wahrscheinlich nicht. Oh, ein paar schöne Zeichnungen. Wie schön. So. Auf. Ja, also, hier siehst du auf jeden Fall schon. Der Vater des Spiels war, irgendwie. Nein, Türen sind schon cool gemacht. Zack, zack, so zur Seite auf. Nicht so die Standard-Schiebetüren. So, kann ich hier runter? Nee, kann ich nicht. So, rennen kann ich auch nicht. Wir sind anscheinend... Was sind wir? Im Lieferbusiness? Frachter? Oder was haben wir hier? Komm schon, Max. So packt man die doch nicht. Okay. Ganz solide über den Container rübergesprungen. So, okay. Ah, Ladungssicherung. Das A und O. Für das lohnt sich. Danger. Ich sollte den Rest des Schiffs prüfen. Und radioaktiv. Schön. Kommen wir hier noch ein bisschen weiter. Es muss echt fucking heiß oder unglaublich schwül an Bord sein, irgendwie so wie die hier schwitzen. Woher kenne ich denn diesen Schauspieler hier? Also den, also nicht Schauspieler, sondern der hier für die Gesicht irgendwie Modell gestanden hat. Also irgendwas sagt mir das, ich krieg's nur noch nicht. Krieg's noch nicht gefasst. Wenn ihr wisst, schreibt's mir ruhig in die Kommentare. Vielleicht komme ich gerne her nochmal drauf. Hier ist alles okay. Sollte auf der anderen Seite nachschauen. Bitte? Also das Design sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Ja, aber du siehst halt schon, dass halt Dead Space davor da war. Ist ja auch von Schofield, soweit ich weiß. Okay,
Die Musik ist auch schon genauso beruhigend wie Dead Space. Tut mir leid, dass halt Dead Space jetzt schon sehr oft jetzt fällt hier in diesem Let's Play, aber es drängt sich für mich auf. So, oh, ach, hier brennt ein bisschen. Schön. Wir wurden geentert. What? Ja, sieht so aus. What? Na gut, dann bewegt deinen Arsch wieder hier rauf, aber Vorsicht, die könnten überall sein. Geh zurück ins Cockpit. So, Crouchy? Flouchy? Ich muss hier irgendwo sein. Oh fuck. Okay. Nimm den Schraubenschlüssel, Mann. Zeit für McLean-Shit. So, hindurchzwingen. Okay, alles klar. Das Tutorial haben sie jetzt natürlich jetzt hier schön verpackt. Das Dämpfungsfeld ist noch aktiv. Nicht mehr lange. Das Dämpfungsfeld. Okay. Woher soll ich das wissen? So, ich denke mal, wir sollten uns von ihnen jetzt auf jeden Fall nicht erwischen lassen, weil wir haben hier einfach mal gar keine Waffe am Start. Uns läuft die Zeit davon. Können wir die eventuell einer kleinen Stealth-Attacke springen? Töten? Da ist halt auf! Sie gehen in Richtung Brücke! Lass mich rein! Was immer aber nötig ist. Also die deutsche Synchro ist tatsächlich jetzt nicht so dynamisch. Oh shit. Oh shit. Oh scheiße. Das war aber die Asiatin jetzt aus dem Intro, oder? Würde ich jetzt mal sagen. So, ich kletter mal nach vorne. Oh, nicht so cool. Nicht so cool, Mann. Nicht so cool. Komm hier hoch, Jacob. Ja, oh je. Oh scheiße. Kann ich hier rüber? Okay, man kann auch noch quer kriechen. So, komm, wir alle. Das Schiff ist in der Wunderziehungskraft. Zieh durch, Mann. Komm, 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 komm. Das Hankeltraining hat sich jetzt ausgezahlt. Hurra. So, schön. Okay. Können wir nicht irgendwie die Tür schließen oder irgendwas? Kann er nicht die Tür schließen? Kommt das Cockpit raus? Okay, wir sitzen. Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist UCG Charon. Kehre zurück nach Callisto. Ich wohne an der Erlaubnis. Negativ, UJC Charon. Keine Erlaubnis zum Wiedereintritt. Ja, schade, zu spät. Wir sind schon drin. Scheiße. Okay. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es. Pass auf. Festhalten. Wir schaffen es. Ich habe auch keine Steuerung. Ich kann nichts machen. Tja. Absturz. So, ich sag gleich, meine Hemmschwelle, irgendwie Menschen zu essen, ist sehr gering. Ja? 2 Stunden Hunger ist mein Typ von nebenan dran. Oh, geschafft! Ich sagte doch, mach dir keine Sorgen! Ich höre noch keine Response von meinem Mittagessen. Hey Max! Max! Scheiße. Max! Hat sie ihn erwischt? Warte, ich komme! Jacob! Oh! Was da? Hast du nicht auf mich gehört? Wie, warum denn? Hey, hey! Wegen dem Job hier? Ach, shit. Oh, shit. Okay. Da kann man doch nicht einfach ein Pflaster drücken, dann ist gut. Okay, wir werden auch schon anscheinend gerettet. Hoffentlich nicht. Oh, okay. Ein Sicherheitszeichen erfasst. Schütze suchen fort. Flak rein, Sicherheit! Sind Sie der Pilot? Ja. Und er? Er
ist tot. Dann brauchen wir nur eine. Okay, bringen wir sie hier raus. Laut Verzeichnis transportieren sie Ladung aus dem Hangar. Freelancer haben wir hier selten. Mach nur meinen Job. Das ist mir klar. Thermalregulatoren aktiviert. Wir wurden geändert von... Lass mich los! Hier! Mal halbe Kraft voraus, Frachtflieger. Sie machen Ihren Job, ich nur meinen. Ja? Jawohl? Kim an hoch, tut die Sicht. Wie Sie meinen. Nimm ihn mit. Oh. Hey, was soll das? Ich hab nichts getan! Ja, schön. The Callisto Protocol. Soll ja recht eklig sein, das Spiel. So in zahlreichen Trailern. Ich bin so gespannt. Ausbruch. Was? Glenn Schofield, genau. Ja, der ist auch der Typ, der in Let's Play gemacht hat. Also. Ist viel zu spät für den Scheiß. Ihn kennt man, ne? Okay, Gefangene Force Unleashed? Reden nur, oder, wenn sie gefragt werden. Hey, das ist ein Fehler. Ich heiße Jacob Lee. Ich bin kein Häftling. Du bist Häftling. 532-521. Und für dich bin ich Captain Ferris. Nein, 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 nein. Ich bin Frachtpilot. Ich wurde angegriffen von ihr. Sie ließ uns abstürzen. Mein erster Offizier ist tot. Egal. Anweisung des Wardens. Oh. Spricht man vom Teufel? Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Der einzige Ort, an den sie wirklich gehören. Um das zu finden, was ihnen gefehlt hat. Eine Bestimmung für ihr sinnloses Leben. Ich bin Warden Cole und wir werden es herausfinden. Willkommen in der Haftanstalt Black Isle. Der letzte Teil ist das Schönste. Macht mir immer Gänsehaut. So, Endstation. Steh auf. Häftlinge, das war ein direkter Befehl. Das ist falsch. Ich gehöre nicht hierher. Hör zu. Weißt du, dass man Callisto den Toten Mond nennt? Tot. Das wärst du jetzt auch, wenn ich dich nicht aus dem Wrack gefischt hätte. Sie lippen sind groß ja eins auch. Alle anderen bist du praktisch tot. Das wird sich bewegt gerade. Denn du betrittst jetzt ein neues Königreich. Nein. Mein Königreich. Nein. Also, woran du auch immer festhältst. Das ist dein altes Leben. In dein neues Leben leben. Voll und ganz. In meiner Hand. Also erhebe dich, toter Mann. Klare Ansage. Okay, ja. Da müssen wir nicht diskutieren können. Los geht's. Also die Androiden kann man ja nicht nennen. Diese Roboter, die sehen schon krass aus irgendwie. Mit denen kannst du nicht diskutieren, glaube ich. Sie betreten nun die Haftanstalt Black Isle, eine Abteilung des UJC-Strafvollzugs. Begeben Sie sich unverzüglich zur Innersdorf. Aber schön, haben Sie deutsche Texte? Ich finde den Text cool, interessant. Okay. Jetzt kommt die Rektaluntersuchung. Häftling 532. 521. Ich bin Dr. Caitlin Mahler und gemäß Artikel 412 der UJC Strafvollzugsordnung. Habt ihr denn noch für hässliche Bilder hinten dran? Doktor, er ist nicht bitte? Im System. Wir wissen bereiten nicht. Sie das Gerät vor. Ach, Gerät? Welches Gerät? Dieses Gerät? Sie sind doch an! Verdammt! Ja, und ich werde meine Pflichten auch gewissenhaft erfüllen. Halten Sie still, sonst machen Sie es nur schlimmer. Verflucht! Okay, wir haben unser Hut bekommen.
Doktor, kein Herzschlag. Injektor. So abgelangweilt. Injektor. So, die Lebensanzeige. Ich sag's nicht. Nein. Good morning, Sunshine. Erkunde die Zelle. Neuer Häftling. Oh, okay. Ja, alles klar. Block 12, Zelle B15. Licht aus um 17 Uhr. Oh, das ist aber früh, Zapfenstreiche. So, haben wir ansonsten noch irgendwas? Nö. Was? Oh. Hä? Der Wurf war doch im Intro. Beim kleinen Mädchen. Neue Frühsachen auch. Dies ist keine Übung. Bewahren Sie Ruhe. Es gibt nichts zu befürchten. Okay. Kapitel heißt ja der Ausbruch. Ich denke, das ist jetzt gerade das, was passiert. Ach du Scheiße. Okay, Zellen sind nicht gesichert. So, wir sind also im Bip. Flieh. Okay, wohin? Wo? Oh, Alter. Ja, das Spiel soll für alle schon mal im Vorfeld irgendwie sehr explizit sein. Also, falls ihr da irgendwie eher nicht so drauf steht, empfehle ich euch vielleicht ein anderes Let's Play auf dem Kanal. Wartung. Okay, alles klar, ihm geht's auch nicht süd. Okay. Wäre mal witzig, habe ich hier auch so. Ach. Es schmeckt alles so nach Dead Space, ist Wahnsinn. Ich versuche wirklich jetzt den Vergleich nicht zu oft hier zu bringen, aber. Pilot! Ja. Woher kennst du mich? Woher bist du, dass ich Pilot bin? Komm her! Ja, nicht so nah. Wie so nah ran? Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Mein Schiff ist abgestürzt. Ich bin hier gelandet und als ich aufgewacht bin, war es so. Weißt du, du bist Pilot, oder? Ja? Ich bin schon mein halbes Leben hier drin. Ich kenne mich aus, ich habe einen Fluchtplan. Wenn du mir hier raushilfst, helfe ich dir, okay? Das scheint ja gut zu sein, wenn du in das halbe Jahr drin bist. Benutz das, um in den Kontrollraum auf der anderen Seite der Brücke zu kommen. Da kannst du meine Zelle öffnen. Ich bin nur sehr leise. Jacob. Nicht den Kopf verlieren, Jacob. Könnte dein Leben retten. Nicht den Kopf verlieren. Und lass mich nicht hängen. Okay. Wie kann man denn... Kann ich die irgendwie... Muss ich die ausrüsten? Warte mal, Inventar. Tab. So, okay. Klinge. Okay, ich kann sie anscheinend jetzt nicht... Also entweder haben wir sie ausgerüstet. Na, jeder rüber. Zack. So, wunderbar. Gut, muss mich natürlich erstmal, gib mir einen kleinen Augenblick Zeit, um mich erstmal so ein bisschen noch in die Steuerung mal einzugrooven. Ich bin ja schon mal froh, dass E besteht in mir, ist in dem Game. Und nicht F. Okay, alles klar. Kabelbund durchgeschnitten. Okay. So, ja, ich gehe mal von aus, dass das Ding, was wir da hinten im Nacken drin haben, unsere Lebensanzeige ist. Die sieht erstmal gut aus. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Krass. Ein Chaos, ey. Oh. Ja, mach die mal hinten fertig, ey. Naja, ist klar. Wir ziehen erstmal alle auf. Jeder geht auf jeden los. Oh.
Okay. Dann macht mal alle euer Ding. So, kann ich ran? Ich würde ja lachen, wenn wir ohne so einen Wegfinder haben. Na dann, mach auf das Ding. Okay, du kannst also... Oh, Junge! Ja, halt! Warte! Nö. Okay, also wir sind auf jeden Fall wehrhaft. Du oder ich, Mann. Du oder ich. Was ist mit ihm los? Alter, was ist mit ihm los? Okay, und Arm verloren. Oh Gott, Alter. Was ist denn das für ein Spiel? Oh Gottes Willen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir das hier so releasen können auf YouTube. So, mal erstmal alle Zähne geöffnet. So, Lars ist anscheinend draußen. Sehr gut. Na denn, probier dein Glück. Krass. Aber das Coole ist, du kannst ja anscheinend. Was? Was ist denn, was hört denn hier? Du kannst anscheinend nicht blocken in dem Sinne, sondern du kannst halt immer nur ausweichen. Was? Coole Ding. Finde ich gut. Macht's ein bisschen dynamischer tatsächlich. Zu Gleis. Guck mal, ob wir Gleis noch irgendwo finden. Was sind denn Geschüsse oder was ist das? Jacob, hier drüben! Das Tor geht nicht, die Konsole reagiert nicht. Der wächst durchgeschnitten haben. Hat mich angegriffen. Oh, und das war sicher kein Mensch. Was redest du? Ich weiß, was ich gesehen habe. Dieser Ort macht einen verrückt, aber das ist eine Chance. Was immer du gesehen hast, ist nur noch ein Grund abzuhauen. Siehst du den Wachturm? Ja, das ist unser erster Halt. Wir treffen uns da. Wie? Der Aufzug ist da lang. Fahr hoch zur nächsten Ebene. Ich melde mich. Verstanden. Na, dann probier wir mal. So, okay. Wir können tatsächlich auch nur innerhalb der Kämpfe anscheinend in diesen Waffenmodus gehen. Oder doch nicht? Aber das ausreichend. Oh je, da vorne. Oh, scheiße. So, dann schauen wir mal, wie wir den ersten Kampf so frei bestehen. Nach hinten, um Angriff zu blocken, okay. Alter, das ist ja so übel. Das ist schon wirklich krass, das Spiel. Na? Ist mir egal. Ist mir egal. So, verschlossen. Jetzt nicht lang. Dann gehen wir mal hier lang. Ich komme hier weiter. Also mit einem Gegner scheint es noch relativ überschaubar zu sein, wenn jetzt mehrere Gegner drinstehen. Wenn man so lange hier ist, schnappt man ein paar Tricks auf. Okay. Ja, wenn du natürlich mehrere Gegner nachher in einem Raum hast, dann wird es tatsächlich wirklich unübersichtlich. Weil da weiß ich jetzt nicht, ob die schönartig warten irgendwie, bis jeder dran ist, oder alle auf dich einprügeln. Oh, fuck, Alter. Die haben die hier alle... Oh, Gottes Willen. Meine Fresse, was haben die damals für einen Arsch auf uns bei Resident Evil gemacht, irgendwie, dass die Zombies rot bluten?
Ja, und jetzt... Bitte. Also. So, Crouchy. Und einmal durch, bitte. Also, ich finde das schon wirklich, also schon krass explizit. Okay. Wer bist du? So. Also, da hab ich mich jetzt noch nicht so dran gewöhnt, irgendwie, tatsächlich. Das ist schon eine ganz neue Qualität von Brutalität in Games, muss ich sagen, irgendwie. Also klar, wenn man sich so Sachen so wie Mortal Kombat und so anguckt, aber das ist ja schon fast komödiantisch stilisiert, aber hier, also das ist schon heftig. Das ist schon heftig. So, hier haben wir einen Kasten. Was haben wir da? Was ist das? Was hab ich jetzt gefunden? Gesundheitsinjektor. Aha. Oh, der sieht nicht gut aus. Ich denke mal auch irgendwie, dass wir gegen die Roboter so mit unserem Vorschlag haben wir jetzt nicht so die Chance haben. Finden wir eigentlich sowas wie Credits oder irgendwas in der Richtung? Dass wir, gibt's hier so Shops? Weil, ich sag mal, wenn wir schon bei Dead Space sind, dann wäre naheliegend. Irgendwie, dass wir konsequent durchziehen werden. Ah, so, okay. Get in the elevator. Elias, mit dem Aufzug stimmt was nicht. Ich fahr runter, nicht drauf. Mit dem Aufzug stimmt was nicht? Alter, da draußen ist die Hölle pur, Alter? Aber der Fahrstuhl stimmt was nicht. Dort ist das länger. Aber sei vorsichtig. Da unten verwahren sie die völlig durchgeknallten. Ach. Hier sind die völlig durchgeknallten. Schön. Was waren die da oben? Das waren die leichten Straftäter oder die Freigänger. Oder wie? Na, Klassiker. Hat aber seinen Effekt. Also irgendwie war voraussehbar, aber irgendwie trotzdem schüttelt es mich gerade ein bisschen. So, okay, da jetzt lang. Ich würde mal hier schnell nochmal schauen, ob man... Okay, hier ist nichts. So, hier ein Köfferchen. Nee. Was ist das? Jacob. Wer ruft uns hier? Ja. Was ist denn da oben? Ein Bein, Alter. Ein Bein. Haben sie schön gemacht. So, was haben wir da? Energieumwandler. Wofür ist das denn jetzt? Was ist denn ein Energieumwandler? Bauteile, die an einem Reforge zu einem niederen Preis für Callisto Credits verkauft werden können. Die UGC hat den Kauf dieser Schmuggelware autorisiert, um sie aus dem Umlauf zu nehmen. Aha, okay. Gesundheitsinjektor ist klar soweit. Okay. Dann wird es wahrscheinlich so eine Art Werkbank oder Shop geben, wo wir uns die Dinger entweder kaufen oder verkaufen können. Niemals im Leben ziehst du so eine Tür auf. Na gut, wenn kein Strom da ist, vielleicht irgendwie, aber die sind ja nicht gleichzeitig entkoppelt, oder? Tatsächlich weiß ich jetzt erst auch so ja nicht. Hier sind die Schlimmfälle und hier ist eine Zelle offen. Na, freut mich. Hulk ja wahrscheinlich selber aufgemacht. So, was haben wir hier? Callisto Credits. Schön. Okay. Naja, konsequent. Kann man nicht anders sagen. Oh, Alter. Boah. Pfui. Ja, aber Zähneputzen war Thema hier. Schön. Finde ich gut. Spülen ihn nicht, aber Zähneputzen. Da setzt er doch irgendwie hoch aus. Aber wenigstens ist die ganze Zelle nicht mit Scheiße beschmiert. Irgendwie ist er auch schon mal schön. Okay, und wir können auch mal... Oh, ist unheimlich. Ist wirklich unheimlich. Alter, warum sind alle Klos... Warum sehen alle Klos so aus? So, was gibt's zu lesen? Between... What? Sand and Time? So, was haben wir denn da? Können wir den kriegen? Ja, können wir. Ein Gesundheitsinjektor. Okay, also es muss leuchten. Wenn es blau leuchtet, kannst du es kaputt machen. So, können wir hier an den Bedienpanels eventuell?
jetzt was öffnen? Nee, können wir nicht. Schade. Haben wir denn ganz kurz mal durchquere den Isolationstrakt? Okay, also das ist die Aufgabe. Schade, dass man jetzt nicht irgendwie... Also klar, wird natürlich entkommen, das übergeordnete Ziel sein, aber... Nein, ihr könnt nicht.